Hallihallo und herzlich willkommen zum weiteren Microtutorial. Heute zeige ich dir, wie du ganz einfach einen vollautomatischen Superofen bauen kannst. Das Ganze habe ich einmal hier vorgebaut und es funktioniert so, dass wir hier oben die Items reintun, die wir sozusagen verbrannt haben wollen. Und hier unten kommt unsere Kohle rein. Und dann starten wir das Ganze und wir sehen, die Öfen werden mit Kohle und unserem Eisen sozusagen aufgefüllt. Und am Ende landet alles hier unten ganz entspannt in der Kiste und wir können es dann aufsammeln. Wie du das Ganze selber nachbauen kannst, das zeige ich dir jetzt. Alles, was du zum Bauen brauchst, siehst du unten in meiner Inventarleiste. Und zwar sind es 16 Öfen und 48 Trichter, dann ein paar Kisten, beliebige Baublöcke, gepowerte und normale Schienen, dann noch ein paar Hebel und Minecarts, wo Trichter drinnen sind. Wir beginnen mit normalen Kisten und da setzen wir uns einfach eine Doppelkiste auf den Boden und machen daran 16 Trichter. Wichtig ist, dass wir Shift gedrückt halten und das Ganze an die Kiste setzen, damit später die Items auch in der Kiste landen, und machen dann 16 Trichter in einer Reihe. Das Ganze mache ich jetzt nicht, dass ihr mir nicht beim Bauen zuschauen müsst, sondern das sehen wir uns gleich nach dem Cut wieder. Ich zeige euch jetzt erstmal in diesen drei Trichtern, wie ihr das Ganze sozusagen 16 Blöcke lang machen sollt. Also zuerst macht ihr diese Trichterspur, dann setzt ihr darauf Öfen, geht hinter die Öfen und setzt an die Öfen wieder mit Shift gedrückt halten Trichter, dass diese sozusagen an den Ofen zeigen. Und wenn ihr das Ganze dann auch 16 Block lang gemacht habt, geht ihr hier hoch, haltet wieder Shift gedrückt bzw. Ducken gedrückt und setzt auf die Öfen noch Trichter. Das Ganze mache ich jetzt schnell und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt sollte das Ganze so aussehen, das heißt, wir haben das Ganze jetzt 16 Blöcke lang. Jetzt schnappen wir uns unsere beliebigen Baublöcke und machen hier an die beiden Trichterspuren, das machen wir gleich auf beiden Seiten, jeweils drei Blöcke dran. Setzen am Ende noch einen drauf und machen jeweils den unteren wieder weg. Das gleiche machen wir geschwind auf der anderen Seite, das heißt wieder an den oberen Spuren drei Blöcke dran. Jeweils einen draufsetzen und den unteren wieder weg. Jetzt gehen wir an die Seite, wo bereits unsere Truhe ist und setzen hier oben eine Doppeltruhe. Das ist wichtig, dass diese Doppeltruhe sozusagen auf diese Linie zeigt, weil hier später unser Minecart rumfahren wird. Das gleiche machen wir hier hinten an dem Block. Auch wieder Truhe drauf und eine zweite daneben, dass auch hier drunter später ein Minecart sozusagen aus der Truhe die Items sammeln kann. Jetzt können wir schon anfangen, die Schienen zu legen. Da würde ich euch empfehlen, an einer Spur anzufangen, da sich sonst die Schienen die ganze Zeit verbinden wollen. Das heißt, wir machen am Ende eine gepowerte Schiene, machen dann ungefähr bis zur Mitte normale Schienen. Können wir weiter weg mal anschauen. Ja, das ist ungefähr die Mitte. Machen dann drei gepowerte Schienen, wieder normale Schienen und am Ende wieder eine gepowerte Schiene. Ihr könnt theoretisch hier in der Mitte alles mit gepowerten Schienen machen, aber ja, so ist es ökonomischer und ihr braucht weniger Gold und Redstone. Wichtig ist es nur, wenn ihr alles mit gepowerten Schienen macht, dass ihr wenigstens hier diese eine Schiene auf beiden Seiten und natürlich auf beiden Spuren normal lasst, da sonst euer Minecart die ganze Zeit hin und her flitzt und ihr könnt es nicht entspannt beladen. Das heißt, oben haben wir das jetzt schon gemacht, jetzt machen wir das gleich unten auch. Das heißt, wieder normale Schienen, hier eine gepowerte Schiene. Wenn wir hier zu den drei kommen, machen wir wieder drei Stück hin. Und das passt. Und am Ende wieder eine gepowerte Schiene. Jetzt müssen wir die gepowerten Schienen noch mit Saft versorgen. Das heißt, wir setzen einfach hier in die Mitte einen Block drauf, darauf einen Hebel, machen den an und schon funktionieren die beiden. Jetzt ist das Ganze schon fast fertig. Jetzt müssen wir nur noch hier einen Hebel platzieren, mit dem wir sozusagen die Minecarts, die wir jetzt hier hinsetzen, losschicken können. Das gleiche machen wir hier auch. Wenn wir jetzt diesen Hebel betätigen, dann flitzen unsere Minecarts los. Wichtig ist es noch, dass wir das gleich auf der anderen Seite machen. Das heißt, hier einen Hebel dran oder eine Redstone-Fackel anmachen, dass diese beiden Schienen auch an sind. Jetzt können wir das Ganze mal testen. Wir schicken die beiden los. Und sie kommen auch wieder zurück. Wenn wir hier den Hebel runter machen, dann bleiben sie bei der nächsten Fahrt sozusagen hier stehen.
Jetzt zeige ich euch noch, wie man das Ganze befüllt. Jetzt befüllen wir noch den ganzen Spaß, das heißt hier oben, die oberste Kiste, kommen die Items rein, die wir sozusagen, ja, verbrannt haben wollen, beziehungsweise verarbeitet haben wollen. Und hier kommt unsere Kohle rein. Jetzt sehen wir schon, das Ganze wird ganz schnell weniger. Das heißt, unsere Minecarts werden mit den Items befüllt. Jetzt können wir entweder das Ganze gleich losschicken oder wir warten ein bisschen, damit sich das Ganze gleichmäßiger bis nach hinten verteilt. Schauen wir mal, wie viel schon weg ist. Oh, das ging flott. Hier auch. Jetzt schicken wir das Ganze los. Und wir sehen, langsam aber stetig werden die Öfen befüllt und ja, verbrennen unsere Items. Das war schon wieder mit dem heutigen Tutorial. Ich sage immer vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst, dem Video einen Daumen nach oben gibst. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.